Was geht ab, mein lieben Freunde? Euer Nier und herzlich willkommen zur 8. Folge unserer Top 5 Tore der Woche in FIFA 15. Ja, mein lieben Freunde, heute gibt's einfach nur solche Traumtore. Nils Musler, Platz 5 hier. Fallrückzieher Matuidi in den Winkel. Einfach nur perfekt. Platz Nummer Quadro belegt diese Woche hier. Shashank, Bashank, Babajini, Bababa. Mit Megiri hier. Rabona-Schuss aus 18 Metern über den Torwart. Habt ihr schon mal aus so einer Distanz einen Rabona hinbekommen? Einfach nur unglaublich. Auf dem Platz Nummer 3 haben wir diese Woche Mo Skiller HD mit Ronaldo Running Waka Waka Elastico Pass auf Chikawi. Der setzt sich durch mit dem Scoop, dann an die Flanke auf Shermiti Sharmuta. Ach du Scheiße, mit der Hacke, ihr habt einfach alle auseinandergenommen. Und jetzt auf dem Platz 2, schaut euch das an, ihr Messi Scorpion Kick aus 18 Metern in den Winkel. Ach du Scheiße, Mann, da brat mir doch einer einen Hund in der Pfanne. Guckt euch nur dieses Traumtor an, Junge. Und jetzt, auf dem alles entscheidenden Platz Nummer 1 haben wir diese Woche Drow. Und der macht hier das Unmögliche möglich mit Delofoy. Seidfalls hier, Golasso. Oh mein Gott, habt ihr schon mal so ein Tor gesehen, ey? Delofoy. Sponschka Foy Foy, Tana Foy Foy, Mr. Krabs Foy Foy, Alter. Bester Spieler hier. Oh mein Gott, Alter. Platz 1 gewinnt diese Woche 5000 Kreuz im FIFA Ultimate Team Modus. Und ja, Freunde, wenn ihr auch so geile Tore habt, sendet uns euer bestes Tor an vielfifa.top5kreuz@live.de oder sendet es uns einfach als private YouTube-Nachricht. Ja, meine lieben Freunde, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder sehr über einen Daumen nach oben freuen. Das versprochene Wager-Match habe ich leider nicht mehr für heute geschafft. Das kommt dann aber am Donnerstag online und ich werde gerade Double Time und blablabla. Alles klar, Freunde, haut da rein, macht's gut und ciao. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum ersten Adventskalender. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Ja, Freunde, heute ist der erste, das heißt, natürlich, wir öffnen unser erstes Türchen.